So, ich glaube, wir haben es hinbekommen. Ich mache noch mal einen kleinen Check, ob man mich auch versteht. Jupp, darüber zu meinem Co-Piloten. Kann man mich hören? Beziehungsweise das Spiel läuft schon wieder. Ausschauen tut es nicht schlecht. Ja, es läuft, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, es ist nur mein, mir ist es nur ein Trost. Ich muss die jetzt nochmal umbringen, tut mir leid. Mir ist es nur ein Trost, dass ich nicht die Einzige bin, die ja, solche Problemchen hat. Übrigens, herzlich willkommen zurück, ihr lieben Twitch-Zuschauer. Und ein herzliches Hallöchen, ihr Lieben, an euch lieben YouTube-Leute. Entschuldigt, dass ich mich im letzten... Boah, das wollte ich auch mal zeigen. Ist jetzt, ne? Da ist man sofort tot, wenn man die Truhe öffnet. Das wollte ich auch noch mal zeigen. Jedenfalls, dass ihr nicht glaubt, ne, ich würde da irgendwie was machen. Ich will auch ehrlich gesagt den Ladedings probieren, ob es funktioniert. Das war eigentlich mein eigentliches Ziel. Ich wollte nur sagen, ja, ab und zu läuft es eben blöd. Es sind jetzt nicht ganz 1,5 Stunden gewesen. Ich werde dafür diese, was sind es denn, 15 Minuten, werde ich versuchen hier in die, also dafür länger zu machen, den jetzigen Part. Dann dürfen wir insgesamt wieder 3 Stunden haben. Ja, ne? Also, die Truhe ist pfui pfui. Die nehmen wir nicht. Wir müssen hier wieder rauf. Ich werde hier natürlich, ja, ich werde wieder speichern, weil ich es am besten kann. Und hoffen, dass wir nur einen Ghoul triggern. Na, da triggern wir 100%ig für alle beide. 100.000%ig. Dann kommt es halt her, ihr Kratler. Ja. Ja, ja. Ein Schlag nur. Au. Das ist wahrscheinlich ein bisschen erkältet oder was, keine Ahnung. Schwach auf der Brust. 3-mal. Ja, ja, sicher, ist klar. Nur freilich. 2. War ja, war AA-Eis. AA-Eis, AA-Eis. Ah, wenn der nur abnippeln will. Au. Ja, nochmal Eis, ne? Freilich, nochmal Eis. Und schon wieder er. Ich hasse den, der was immer da hinten ist. Der geht mir am Nerv. Gescheiße. Okay. Immer der blöde Eiskratler da. Echt. Der geht mir am Nerv. Echt wahr. Möchtest du nicht zufälligerweise da unten die Truhe aufmachen? Ja, und natürlich gleich wieder mit Eis. Ist logisch. Nochmal Eis. Hast du nichts Besseres zum Tun? Sag einmal. Ich kann mich nicht einmal heilen. Ich hüpfe mal da. Kann ich nach hinten runterhüpfen? Ohne dass ich jetzt verrecke? Na, ich werde sicher verrecken. Hallo. Hallöchen. Herzlich willkommen. So. Jawohl. Ja, ja, sicher. Immer, immer dieses... Höhe, der hilft. Das ist schön. Vielleicht... Ja, ja, Eis. Jawohl, den haben wir mal erledigt. Das ist schön. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Ich kündige. Echt, ich kündige mein Heldendasein. Alter. Du blödes Scheißviech. Ich wollte nur was trinken, ey. Der ist so unhöflich, verstehst? Die sind so unhöflich, die Ghule. Die lassen einen nicht mal was saufen. Verstehst? Unglaublich. Weil es eben zwei sind, weißt? Verstehst? Müssen das jetzt zwei sein? Komm her. Ja. Also, du bist hier ganz richtig. Viel failen. Das ist mein Special, ja. Mein persönliches. Im Failen bin ich Meister. Ah, schön. Ja, ja. Komm daher. Wieder, wieder Magie. Wie er wieder Magie casten will. Jawohl, das war jetzt schön. Das war jetzt die Rache. Die angestaute Wut war das jetzt. Genau. Ja. Ach, du liebe Zeit. So, die Fackel wieder und mal was trinken. Bröstlichen. Auf euer Wohl. So. Lieber neuer Zuschauer hier auf Twitch, auf meinem Kanal, ich bin heute mit dem einen oder anderen technischen Problem gesegnet.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich verbrochen habe. Ich habe vor circa 1,5 Stunden bin ich der Meinung gewesen, dass wahrscheinlich Reason selbst, das Spiel selbst, verdammt sauer auf mich ist, weil ich ihm nur einmal die Woche Respekt zoll und das Spiel zocke, eben auf Twitch. Und meine andere Vermutung ist eben, dass Reason beleidigt ist, weil ich momentan mit einer nicht so guten Auflösung twitche, ja, und auf YouTube keine gute Qualität bieten kann, ne? Also das ist meine persönliche Meinung, weil ich wüsste sonst nicht, warum Reason gerade so gemein zu mir ist. Echt. Aber momentan scheint es gut zu laufen. Ja. So, wir haben hier alles umgenietet. Ich habe keine Ahnung, welches Grab das richtige ist. Ich werde jetzt also wieder speichern müssen und einfach durchprobieren. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe es erfolgreich vergessen. Tillinger, wer lebt hier? Korgan. War das nicht wie Ferngold? Ferngold und normaler Grabstein. Da ist nichts zum Buddeln, oder? Na. Hier überall ist was zum Buddeln. Ich fange jetzt einfach mal mit Korgan an. Der Name gefällt mir am besten. Hier ist was vergraben. Ich probiere es jetzt einfach mal. Eine Truhe ist der Jackpot. Alle anderen sind Todesfallen. Ja. Das ist nicht untertrieben. Das ist wirklich so. Wir haben vorher nämlich schon eine aufgemacht und da sind wir einfach so, ja, gestorben. So. Ja, mach dir schön die Hände schmutzig. Brav. Und raus mit der Kiste. Horruck. Der vierte Drilling. Ein vierter Drilling? War das gerade richtig? Ist das die richtige Truhe? Ich warte. Na, ist sie nicht. Ich habe nicht gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Habe ich gespeichert? Ich glaube schon, oder? Ich habe gespeichert. Ladebildschirm. Funktioniere. Sei lieb. Ich hab dich lieb. Ich habe alle Ladebildschirme lieb, aber dich ganz besonders. Boah, ich habe gespeichert, Gott sei Dank. Gut, der Name gefällt mir nicht mehr, der ist nicht schön. Probieren wir es mit dem Dillinger. Graben wir hier Ist mal was aus. vergraben? Kriege ich den Erfolg jetzt trotzdem? Oder muss ich die andere Truhe noch ausgraben? Schoruck. 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 Jawohl. Weg mit der Schaufel. Ein bisschen zur Seite wischen, den restlichen Dreck. Jawohl. Und ho-ruck. Warte, staubt wieder. So, nix Erfolg. Spinnst? Kein Erfolg? Hör auf. Da muss ich doch den noch ausgraben. Dann graben wir den halt Hier ist aus, was oder? vergraben. Außer der zählt jetzt sowieso. Das könnte jetzt auch sein. Ich probiere es jetzt einfach mal, um sicher zu gehen. Aber ich glaube, der zählt sowieso. Oder? 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 Das ist ja voll trügerisch, ne? Kriegst einen Erfolg, denkst du, ja, der ist richtig, aber nope. Vergiss es. Das stimmt nicht. So. Boah, da staubt's. Boah, ja. Kein Erfolg. Okay, dann zählt er trotzdem. Wir haben ausgebuddelt. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, welche Truhe richtig ist. Das heißt, ich tue es wieder speichern und probiere mein Glück. Die richtige! Wahnsinn, ich wollte nicht hinschauen, deshalb. Stahlbad Seekarte zeigt die Küstenregion des Festlandes und viele Inseln. Super, Jackpot, yeah! 1000 Erfahrungspunkte obendrein. Kerzenleuchter. Eine goldene Kristallscheibe. Er hat tatsächlich eine gefunden, dieser Bastard. Eine Fackel, Rum, zwei Fläschchen, einen Ring, eine Perlenkette und bitte wie viel? 900 Goldmünzen. Wir sind reich. Jetzt kaufen wir uns eine Villa und das kann ein anderer Held, kann da weitermachen. Muhaha. Na, natürlich machen wir das nicht. Also du bist ja schon hin, ne? Gelootet haben wir es auch. Brav. Wirklich brav. Sollen wir die auch noch ausgraben? Ich meine, ist ja auch nur eine Todesfalle. Ah, ich lasse die drin.
Na, ihr depperten Ghule. Moha. Verrottet's im Dunkeln. So. Und nix wie raus. Wobei, stopp. Das werde ich auch nochmal speichern. Für den Fall der Fälle, dass ich wieder was falsch mache. Das ist mir, das, ich meine, es passiert mir selten. Ha! Wie aber ich sehe, hast du Stahlbart-Schatz gefunden. Du gibst mir jetzt, was ich haben will. Und zwar auf der Stelle. Also eine Watschen links und eine rechts kannst du gern haben. Hier, ich fand eine Menge Gold und diese Seekarte. Nur über meine Leiche. Nimm und ja, geh damit. Ich fand eine Menge Gold und diese Seekarte. Das Gold kannst du behalten. Alles, was ich will, ist diese Karte. Gib schon her. Ach, Piraten. Ja, das ist sie. Ich muss schon sagen, ich bin schwer beeindruckt, mein Junge. Jo. Ich hätte schwören können, du würdest in der Höhle genauso draufgehen wie Piga. Was, wir? Alle nein, Achtung, es ist nur einmal passiert. Jemanden wie dich könnte ich brauchen. Ich arbeite lieber allein. Ja. Schade. Na dann, lass dich nicht unterkriegen. Einen Moment mal, wir hatten eine Abmachung. Wo ist Patty? Ha! Du willst diese Furie mit Haaren auf den Zähnen tatsächlich befreien, ja? Es wäre für alle besser, wenn sie bleibt, wo sie jetzt ist. Soll das heißen, dein Wort ist keine müde Goldmünze wert, ja? Verdammt. Natürlich nicht. Ich habe das Weib in der Ruine am Westhang, südlich von hier, eingesperrt. Hier hast du den Schlüssel. So, und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Aber ich warne dich. Ich will weder dich noch Stahlbarts Tochter je wiedersehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Und jetzt geh mir aus den Augen. Na toll, und wir haben die Seekarte nicht mal angeschaut, ne? Aber ich glaube, der kriegt schon noch, was er verdient. So. Ich glaub's nicht, nur ich weiß es. Und wenn wir ihm bis in die Hölle folgen müssen, der kriegt schon noch, was er verdient. Dem rahmen wir noch eine gesunde Portion Eisen zwischen die Rippen. Wo war sie denn jetzt eingekerkert? War das jetzt oben? Die Festung, glaube ich. Ich schau mal schnell rauf. Mir kommt vor, das war da oben. Da bei der Ruine. Da unten, gab's da unten auch eine? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen sowieso dann runter dort runter. Sowieso auch. Aber zuerst mal glaube ich mal dieses Kraut hier auf. Hüpf, also Heilkraut. Und hüpfen voller Freude zu unserem Schatzi-Mausi. Ja, zur Patty. Unserem Sonnenblümchen. Unserem Sonnenscheinchen. Die Zuckerschnute und was weiß ich noch alles. Die Teufelsbraut. Die Zockerbraut? Hm? Ah, schön. So. La 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 la. Ich glaube, das war hier, oder? Es war doch noch später. Auf jeden Fall war hier was. Ich weiß, dass hier was war. Und mir kam vor, die Gute ist hier eingesperrt. Der Volltreffer. Hallo, Schätzchen. Was haben wir da? Eine Steinplatte. Ich habe noch nie eine benutzt. Nur aufgehoben. Ich rede später mit dir, ne? Ich mach mal die Truhe auf. Die ist wertvoller. Oh, das war böse. Schau. Auf Anhieb richtig. Das gelingt mir meistens immer dann, wenn ich eine neue Aufnahme für YouTube starte. Dann habe ich irgendwie mehr Glück bei den Kistenkombinationen. Frag mich nicht warum. So, her mit dem ganzen Graffel. Und Patty. Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Hey. Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Roma noch begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Aber wenn du so erpicht darauf bist, ich habe sie Romanov gegeben. Du hast was? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Ja. Verflucht nochmal, ich wusste, dass ich es bereuen würde, mich mit dir einzulassen. Hey, du blöde Kuh. Ich hätte dich da auch verrotten lassen können. Ist ja wieder typisch, ne? Typisch Frauen immer, echt. Also damals. Ich meine, kein Vergleich zu den Damen, wie wir heute sind, ne? Anständige, liebevolle, alles nur nicht zickige Frauen, ja. Soweit haben wir uns schon entwickelt. Was? Das ist nicht die reale Welt? Ach komm, wirklich? Na eh, voll gemein. Jetzt retten wir da den Arsch und dann sowas. Diese dämliche Karte ist dir wichtiger als dein Leben? Diese dämliche Karte ist dir wichtiger als dein Leben? Nein, natürlich nicht. Ah. Aber wir müssen sie Romanov unbedingt wieder abnehmen, bevor er wieder über alle Meere verschwunden ist.
Auf der Seekarte hat mein Vater sämtliche Stellen markiert, auf denen er sein Gold versteckt hat. Noch mehr Gräber? Auf dieser Insel ist doch nur ein Teil vergraben. Die wirklich wertvollen Sachen hat er ganz woanders. Aha. Andere Inseln, andere Länder. Ja, nochmal langsam. Der große Schatz ist also nichts anderes als ein weiterer Hinweis, ja? Junge, Junge, das muss ich erstmal verdauen. Das kannst du später machen. Wir müssen Romanov aufhalten, bevor er die Insel verlässt. Ja, dann steh auf, Mädel. Jetzt ist Schluss. Ich mach da nicht mehr mit. Boah, jetzt bin ich zickig, ne? Das ist, weil er die Frauenstimme im Kopf hat, mich, ne? Da ist er halt manchmal so, da kann er nichts dafür. Na gut, ich werde dir noch ein letztes Mal helfen. Freilich, wir sind der gute Samariter. Freilich machen wir das. Na gut, ich werde dir noch ein letztes Mal helfen. Okay, pass auf. Romanov hat nur eine Chance, die Insel zu verlassen. Mhm. Er braucht ein seetüchtiges Schiff. Ja. Und soviel ich weiß, gibt es nur einen einzigen Ort, wo er eins stehlen kann. Die Hafenstadt. Richtig. Ich wette mit dir, er will den Tunnel benutzen. Wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn vielleicht noch vorher abfangen. Am besten gehst du vor. Ich werde dir folgen. Gut, dann komm mit, meine Gute. Komm mit. Geht klar. Sollen wir jetzt das echt rüberhatschen? Können wir uns da nicht porten? Wenn du dich ganz fest an mich klammerst, Süße, dann können wir uns sicher gemeinsam porten. Probier mal. Nee, sie hat keine Lust. Ach komm, zieh dich nicht so. Ich habe auch ganz warme Hände. Na, sie wird. Sie hat keinen Bock. Ja, wahrscheinlich riechen wir zu streng. Nach Ghoulen und Skeletten und Piraten. Wobei, darauf müsste sie ja stehen eigentlich. Ich will es echt probieren. Ich will da nicht drüber hatschen. Aber ich glaube, wir mussten das sogar. Ist wurscht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn es in die Hose geht, hoffe ich halt, dass beim Laden nichts schief geht. Auf jeden Fall Hafen von der Stadt. Da ist sie. Ich bleib erstmal hier. Was? Was? Nein, dann warte. Man kann das nicht abbrechen. Ist jetzt echt nicht da. Nein. Wir müssen laufen. Natürlich. Bitte Ladebildschirm. Ich bin lieb. Sei du auch lieb. Boah. Zack, der war jetzt oben. Der war jetzt motiviert. Das war bestimmt der motivierteste Ladebalken, den ich jemals gesehen habe. Ich schwöre. Habe ich diesen Goldklunker da auch schon mitgenommen? Gehst du? Nein, nicht. Puh. Hat wieder seine Vorteile, wenn man zurückgehen muss. Ja, so. Ist nicht so. Ja. Brav. Bravo. Lal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 a. Zum Glück geht der Ladebildschirm. Ja, ja. Da-d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 a
Echsenmenschen noch auf uns warten tun. Wobei, die sind eh, also mittlerweile gehen sie gut, glaube ich, zum Besiegen. Haben wir nicht so die Schwierigkeit. Ba, 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 ba. Jetzt denk mal, du bohrtest dich weg. Ja, bohrtest dich irgendwo hin und du hast es nicht gespeichert. Ja? Und du weißt, du bist an einem Spielstand, der kacke ist. Dass du viel Blödsinn wieder machen musst und dann, ja, müsstest wieder zu ihr laufen. Wie schön. Sie hätte sich echt an uns klammern können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wirklich nicht. Das wäre sicher irgendwie gegangen. Ja. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Sie kann am Boden schlafen. Ja, oder weiß ich nicht. Da, auf dem Misthaufen da. Ja? Das hat sie davon, weil sie sich nicht bohren lassen will. So. Schaffst du es, ohne dich das Genick zu brechen oder die Beine hier runterzukommen? Das ist deine Challenge, Mädel. Schaffst du es? Ja. Fein. Sie hat es geschafft. Jetzt ist noch... ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Gute kurz mal entführen. Also nicht wirklich. Also mitnehmen. Und ob ich drüben zwecks Bordstein, die müssten nämlich auch noch einen haben, ob ich da drüben schnell zwei Echsenmenschen klatschen gehe. Das ist jetzt ein kleiner Umweg. Da ich aber Angst habe oder nicht mehr sicher weiß, wann jetzt der Kapitelwechsel ist, weil der nächste Kapitel... Ah, gut. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Ist schon erledigt. Dann los. Ja. Wir sollten uns wieder trennen. Na, um Gottes Willen, bleib schon. Geht schon. Komm nur, bei Fuß. Ich wollte sie da hinten... Dahin wird es noch zwei Echsenmenschen geben. Die müssten noch einen Teleporterstein haben. Ich wollte sie dort mit hinnehmen, damit sie uns hilft da beim Klatschen. Aber es wurscht. Sie hat keinen Bock. Sie ist die direkte Person von uns beiden. Sie will halt direkt dorthin, wo sie hin will. Boah, aus. Keine Diskussion. Ich hoffe mal stark, dass es dann noch keinen Kapitelwechsel gibt. Sollte es sein, ist auch wurscht. Wir kriegen bald unsere bessere Rüstung normalerweise. Da müsste es schon funktionieren tun. Ja. Wichtig ist, dass wir jetzt mal Romanov aufhalten. Das wird jetzt ein bisschen ein Gemetzel wahrscheinlich. Hat er doch einige Piraten auf seiner Seite. Aber es müsste machbar sein. Das sage ich. Schön. So, wo sind denn jetzt die Gauner? Wahrscheinlich hocken sie unten am Lagerfeuer rum oder sie sind schon in der Stadt, was noch schlimmer wäre. Aber ich meine, da müsst irgendwo... Ah, da sind sie eh schon. So, das bedeutet, schön brav speichern wieder mal. Na, falsch, hierhin. Jetzt habe ich auf den automatischen drauf gespeichert, ich bin auch so ein Genie. Hallo Burschen. Also jetzt mal ganz ehrlich, so geht das nicht, ja? Sagte ich nicht, dass du mir aus den Augen gehen sollst? Ha, du wirst langsam lästig. Und ich hasse lästige Leute. Ich schneide dich in Streifen. Ja, und ich dich in Stücke. Gewürfelt. Grob und fein. Ja, da war Sili, ne? Au, 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 au. Hallo, meine Herren. Ja, sicher. Halt, aus, Sitzplatz. Ich muss mal was trinken gehen. So. Hört sie auf, die Dame zu schlagen? Ja, auf dich habe ich sowieso abgesehen, du dreckiger Bastard. Du wirst sowieso jetzt mal das Zeitliche segnen. Alter, hoffentlich hauen sie mir die Petty jetzt rein. Puh. Au. Au, 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 au. Hallo, hallo. Jawohl. Jawohl. Was willst denn du? Jawohl. Und der Romanov auch noch. Zack. Komm, Betty. Ja, voll. Alter, hat ihn jetzt gerade hinten ins Gesicht geschnitten. Alter, voll hinten in den Kopf reingeschnitten. Alter, hast du gerade alter Schalter gesagt? Ja, sag ich auch. Übrigens, wup, 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 Level aufgestiegen. Subi. Die Seekarte ist unser, Romanovs Schatulle ist unser,
sein Wasser und ein kleiner Heiltrank. Der hätte ihm auch nicht mehr viel geholfen. Was hast du? Wasser, eine Ogerwurzel, noch ein kleiner Heiltrank und ein paar Goldmünzen. Vasili ist arm wie die Kirchenmaus, wie es mir ausschaut, und hat, ja, der hat nichts. Und du noch? Einen Pokal, Eisenerzbrocken, Bolzen und Goldmünzen. Fein. Jagdmesser, Knüppel aus dem Sack und ich glaube, das wär's. Wie ist denn der Romanov gestorben? Ah, das schaut unbequem aus. Aber der spürt zum Glück nichts mehr. So. Brav. Und jetzt, Betty? Bist jetzt glücklich? Ich habe Stahlbarts Seekarte gefunden. Ja, bitte. Ich habe Stahlbarts Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na endlich. Jetzt wird alles gut. Ja. Und du hast Ruhe vor allem vor diesen Deppen. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Naja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Okay. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wäre. Ich danke dir, mein Held. Oh. Ach, Bienchen, ist ja alles gut, ne? Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbarts Schatz? Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbarts Schatz? Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke, das ist sehr großzügig. Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde. Schade. Naja, mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Das ist aber nett. Danke, Spienchen. Du bist echt eine Süße. Und was machst du jetzt? Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleib die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Wir werden sehen. Tja, das war's jetzt. Sieht ganz so aus. Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, Werd's mir merken. Pass auf dich auf, Kleiner. War mir ein Vergnügen, kleiner Held. Oh. Küsschen, Küsschen, Tschüssi. Ja, vielleicht kann sie uns ja wirklich helfen. Auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Wir setzen uns mal hin. So. Ah, das haben wir uns verdient. So. Was tun wir jetzt aber wirklich? Ich darf das. Jetzt darf ich das. Wenn ich sitze, darf ich. Ich darf nichts machen, wenn ich sitze und du. Es ist echt, der tut wirklich nur chillen. Ich wollte nämlich gerade die Questlog aufmachen und der hat mich nicht gelassen, weil er gesessen ist. Ist ja ganz klar. Weil die Questlog, die ist ja im A. Ich meine, auf dem Hintern. Wie was? Nein. So, was machen wir jetzt eigentlich? Wir können noch die Burgherren versuchen. Tatsächlich, da unten ist echt noch eine Burg. Ich sehe es gerade. Da, wo wir Romanov quasi jetzt aufgehalten haben. Die Hammer, ne? Das war die Burg. Die Hammer, den Hammer. Das ist ein Hammer, ey. Da drüben wäre noch was. Da drüben ist noch was. Waren wir da noch gar nicht? Überhaupt noch nicht? Da waren wir überhaupt noch nicht. Echt? Oha. Ach so, ich Trottel, von da sind wir gekommen. Von da sind wir gestrandet. Genau. So war das. Da müssten wir eigentlich auch nochmal runter. Da war ja eine Höhle voll mit Goblins, ne? Gnomen. So, ich sage immer Goblins. Und dann auf der anderen Seite, die haben wir schon. Da drüben ist, glaube ich, noch eine. Drei auf jeden Fall fehlen uns noch. Aber ob wir da nicht rein zufällig sowieso vorbeikommen? Und uns fehlen natürlich noch drei Kristallscheiben. Das auch noch. Die eine Kristallscheibe, oder war das vielleicht gar kein Zugang zu der Kristallscheibe dort bei dem Wasserfall? Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die ich dann nachgoogeln darf. Berichte dem Druiden über den Tempel. Ach so.
Ach so, natürlich hinter dem Tor. Ja, ja, das ist... Ja, ja. Ja. Was hat Rodriguez vor? Goldschalen, ja, das habe ich versaut, ne? Die Karte der Insel. Das haben wir auch nicht gemacht. Aktuell, ja. Jetzt wollte ich gerade schauen, ob ich nicht schon bei erledigt bin, ne? Alle guten Dinge sind drei. Die Goldschalen, ja. Ich habe jetzt den einen nicht gerettet. Ich kann mir echt nicht erklären, wie ich das angestellt habe, dass ich nicht zu dem hinkonnte. Ich war in der Nähe bei dem, aber ich durfte nicht durchrennen, also weil es verschlossen war. Da weiß ich noch, da gab es eine Quest dazu. Banditen. Kristallscheiben. Sprich mit Meister Illumar. Ach so. Manchmal Spruchrollen, vielleicht, bla bla, aha. Okay, und Hafenstadt, das ist ja eh alles, ne? Ja, ja. Gut. Wir haben jetzt drei Kristallscheiben. Ich brauche leider alle fünf, damit der Don zufrieden ist. Wir können aber ruhig ohne weiteres mal bei Patty vorbeischauen. Die müsste jetzt, glaube ich, eh schon dort sein. Zur Not bohrte ich mich einfach rein in die Stadt und da müsste es schon passen. In Klammer hoffe ich. So, boah, das ist wieder so finster, ne? Ah, na, da geht's erst, ne? So viel dazu, sie ist schon dort. Mhm. So viel dazu. Weil normalerweise, ich glaube, man konnte da irgendwo mal rauf und dann hätte ich können diese eine... Ja, ist jetzt eh schon zu spät. Die Quest ist eh, glaube ich, schon abgebrochen. Zumindest war da mal was. Na, der hat ja auch nichts Neues für mich. Ente wollte ich machen. Gut, die geht doch schneller als gedacht. Ich wär gern neugierig, was sie für uns noch hätte. Ich laufe einfach mal vor. Die wird schon irgendwann nachkommen. Servus, grüß euch, hallo. Und ja. Und so ist das halt. Warte. Ich mach's geschickter, damit wir nicht warten müssen. Da liegt eine Fackel rum. Ich geh pennen. So machen wir das. Ich bin hier angeschlagen. Ich schaue eh schon wieder aus wie ein ja, Halbtoter. Ich gehe einfach mal pennen. Da. Jetzt wäre ich fast am Haus vorbeigehüpft. So. Gute Nacht. Boah, schön weiches Bettchen, schön warm. Bis zum nächsten Morgen pennen. So ja. Denn das ist jetzt ja unser Hütchen. So, jetzt müsst ihr aber schon unten sein. So, die Patty. Die Patty, die geht da immer noch. Alter, wie lange gehst denn du? Ist jetzt die ganze Nacht, Moment. Ist jetzt die ganze Nacht dieses kleine Stückchen hier gegangen? Ja, wahrscheinlich hat sie einfach mal den Sternenhimmel bewundert. Ja, stand einfach so. Ach, wie schön. Keine Ahnung. So, boah, das ist immer so dunkel. Mach mal das Licht an. So, Patty. Na, mein Held? Was kann ich für dich tun? Nix, denn sie kann mir nur was verkaufen. Ich dachte, du hättest Infos für mich. Jetzt vielleicht? Nein. Gut, dann ist da gar nichts. Schön. Schön. Soll ich es probieren? Soll ich mal zum Don zurückkehren und schauen, ob er was für uns hat? Aber normalerweise müssten wir jetzt da... Müssten wir jetzt zu den Kristallscheiben. Jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Ob. Die Tempel normalerweise... Haben die Tempel noch welche gehabt? Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Das ist gerade ein bisschen blöd. Das ist gerade richtig doof. Wie gesagt, die da oben haben wir. Die haben wir auch. Beziehungsweise da war gar keine. Da war nur ein Ring. Wir könnten... Ja, Regionalkarte hilft mir nichts. Was stellt man jetzt an? Wir könnten uns zum Teil Ruinen anschauen. Wir könnten uns aber auch den einen Tempel vornehmen. Da war links und rechts waren da Fallen und ich wusste nicht so recht, wie man da jetzt weiterkommt. Und zwar unterhalb von der Vulkanfestung, ne? Ich weiß, es ist ein Durchgang.
Da bist du ganz durch. Wenn wir von der anderen Seite da reingehen wollen, glaube ich, käme man, also müsste man vom Banditenlager aus dorthin. Aber da steht ein Oger, glaube ich, in der Nähe und der wird uns kaputt machen. Glaube ich. Oder ich verdumme mich jetzt schon wieder komplett. Ist wurscht. Ja, das ist so bei mir. Ich probiere das jetzt einfach mal. War das jetzt südlich, westlich, Osttempel, Ostküste, Nordtempel? War das jetzt der Nordtempel? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich glaube, das war der Tempel. So. Zack, zack, zack. Mhm, das war sogar richtig. Ich bin verwundert. Licht. Ich bin entzückt. Ich dachte schon wieder, da steht jemand. Mädel, atme durch. Da ist niemand. Aber das hier ist mir alles nicht ganz geheuer. Hier waren links und rechts Fallen. Ich glaube, da fällt die Decke auf unseren Kopf. Oder auch nicht. Deshalb speichern wir. Und ja, wir sind Matsch. Ja, wir sind Matsch. Ja, also die Seite ist nichts gut. Bitte, lieber Ladebildschirm. Ja, er mag mich. Und das sieht man jetzt da ganz gemein. Ah, jetzt auf einmal sind Sprünge auf dem Boden. Ja, ganz genau. Jetzt ist die Frage, wie schaut es mit der Seite aus? Ich glaube, da kommen... Oh, eine Beere. Ich glaube, da kommen Stacheln raus, ne? War, ich traue mich nicht zu weit vor. Da kamen Stacheln raus, das weiß ich auch noch gut. Ja, Herrschaftszeiten. Es gibt hier keinen Schalter und es gibt auch nicht diese komischen Kringel da, ne? Diese, so wie hier, die Fackel halt da gerade am Halten ist, damit man das ausschalten konnte, ne? Ich habe das komplett vergessen, wie ich das angestellt habe. Ich glaube aber auch, dass ich von der anderen Seite aus das geschafft habe oder einen Zauber benutzt habe. Wie schaut es denn aus? Bewegen oder manipulieren? Ich probiere mal mit dem Zauber hier. Geht da irgendwas? Wer da irgendwo? Hey! Ich bin jetzt nur mit dem großen C drauf, ne, und sterb da weg. Wie gemein. Du kannst jetzt mal was probieren, so eine Scheiße. Ich habe das nicht laut gesagt. Nein, habe ich nicht. Ihr habt euch da verhört. Ich glaube wirklich, das war jetzt der Rückweg. Mit Sprint durch war, glaube ich, auch nicht richtig. Ich probiere es doch hier mal kurz. Ich glaube, das ist überhaupt alles nicht richtig, was ich da mache. Nee, nee. Hebel. Sesam öffnet sich. Ich nehme die Fackel und werde wahrscheinlich gleich wieder sterben. Ich spüre es im linken Hüftknochen, dass damit die Falle nicht ausgemerzt ist. Doch, ist sie. Und eine Nautilus-Kriechstelle haben wir da. Was ist da? Ein Gnom! Ja, hallo! Ja, wer bist denn du da? Ha. Ja, kleiner Gnom. Ha. So, wer bist du? Nathan. Feuerkristall, einen Pilz und ein Fläschchen. Sauber. Und der kleine Gnom hat einen Zahn verloren und gibt uns seine letzte Goldmünze. Ja, das war seine Glücksgoldmünze, aber scheinbar war sein Glück schon verbraucht. Zwei Perlen, eine Flasche, ein kleiner Mana-Trank und 144 Goldmünzen sind da drin. Das nehmen wir gerne mit. So. Ja, Fackel. Ich fackel nicht lange rum, ich nehme die Fackel. Aha. So, ja. Und ich glaube, hier geht es mit einem Nautilus-Zauber weiter. So, das können wir gern wieder speichern. Ich bin ja manchmal gar nicht so doof, wie ich ausschaue. Nautilus. So, Verwandlung. Yeah. Und dann kriechen wir mal in unser Loch. Oder ist das jetzt nur ein Durchgang? Und das war jetzt eigentlich für die Fisch. Jupp, ich glaube, das ist für die Fisch. Echt jetzt?
Nichts Geheimes? Oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Das ist echt nichts. Ich bin enttäuscht. Ich dachte echt, da geht's weiter. Nö. Nope. Echt nicht? Wirklich? Das gibt's, das glaube ich jetzt echt nicht. Wirklich wahr? Außerdem ist es nur so ein ganz ein kleiner Tempel, so nichts sagend, machend, tuend. Boah. Ich würde mich auch gern zurückverwandeln, bitte. Wenn das geht. Ich habe vergessen, wie das ging. Ich glaube, das ist echt nur eine kleine Höhle, ne? Willst du dich zurückverwandeln? Für mich? Bitte. Ging das nicht immer mit der rechten, linken, beide Tasten? Ach so, mittendrin. Toll. Wie wenn du ein Ding aufhebst. Da geht's echt nicht rein? Also weiter? Schmollmund. Das finde ich jetzt gerade echt nicht super. Ich dachte echt, da geht da was Großes, was Tolles. Siehst du mal, wenn du jetzt einige Zeit nicht spielst. Damals war es ja auch mein erstes Mal. Ja, mein erstes Mal war das. Mhm. Ja, da geht es echt nicht weiter. Siehst du? Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, die Bärde ist nochmal da, aber kein Wunder, wenn ich den Spielstand geladen habe. Na, das. Ich glaube, ich will das nicht wahrhaben. Das gibt's ja, dass da nichts drin ist. Ich will es jetzt noch. Was? Einmal probiere ich es jetzt noch. Wir haben eh genug Zauber von dem Schmarrn. So. Nur so zu Testzwecken. Gutsch, 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 gutsch. Na, geht echt nicht. Na. Ist wirklich nur so ein billiger kleiner Durchgang für nichts und wieder nichts. Das heißt, ich lade das mal. Die zwei Zauber, es ist mir echt schade. So. Bitte, Ladebildschirm, sei lieb. Jo, passt. Na, und das ist mir echt schade. Um die zwei Zauber. Ja, das ist dann wohl. Also, das war's dann hier, ne? Da, so viel dazu. Das führt weiter zu einem anderen Durchgang. Mhm. Ja. Ich bin mir da absolut sicher, dass das so war. Mhm. Ich kann euch lachen hören. Ich höre es bis hierher. Ich kann euch lachen hören. Das wundert mich auch nicht. Das ist ja schon zum Lachen. Mehr ist da echt nicht. Ich bin enttäuscht. Nicht einmal ein Ex-Mensch. Gar nichts. Null. 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 Nada. Niente. Nix. Na gut. Wenn wir schon hier sind, ne? Wenn wir schon mal da sind, dann porten wir uns gleich weiter. So, halt. Wieder verkehrt. So, porten wir uns gleich weiter. Wie war das? Das war die südliche Ruine. Und zwar will ich bewusst dorthin, weil ich will noch ein paar Echsenmenschen kaputt hauen. Die müssten, glaube ich, dann... Ich glaube, die haben auch noch einen Portstein. Ja. Ja. Mhm. Und zwar, wir müssen dafür da nach hinten... Hü, hüpf, hü, hüpf. Was? Da wächst was. Eine Minze. Mitten auf dem Weg wächst eine Minze. La 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 la. Und zwar sind diese Echsentypen gleich da drüben und ich habe sie nicht besiegt, weil ich die Hosen gestrichen voll hatte. Ja. Und mir ist davon so übel geworden, dass ich nicht mehr fähig war zu kämpfen. Ja. Das soll vorkommen. Für solche Momente gibt es die Erwachsenenwindel, ja, die ist käuflich erwerblich und ich hatte keine mehr. Ist da ein Gnom? Na, eine Pflanze. Aber ein Schweindel. Komm her, au. So. Brav, supi. Frischfleisch für unser Bäuchelein. Zumindest zukünftiges. Wenn es da mal verkocht ist. Roh werden wir es nicht essen. Nein. So hungrig können wir gar nicht sein. Hoffe ich halt. Jetzt waren da unten welche und da oben waren welche. Jetzt ist die Frage, droppen sie jetzt was?
Gescheites für uns oder nicht? Wir werden es herausfinden. Ja, wenn ich nicht sterbe. Nein, wie gesagt, das passiert mir nie. So. Hallo, die Herrschaften. Grrr, da grummelt er wieder rum. Ja, ja, hau du nur. Ja. Ja, sag einmal. Das war jetzt aber keine ernst gemeinte Aufforderung, dass du echt taunst. Ich muss was trinken. Das war jetzt aber nicht ernst gemeint. Jetzt habe ich ihn voll motiviert. Hey, hallo. Was ist mit dir los? Hallo? Er lässt mich nicht einmal... Au. Die sind ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die haben das gehört. Au. Die haben das gehört, als ich vorher ihre Artgenossen... Ja, das war gerade echt komisch. Als ich ihre Artgenossen beleidigt habe, das haben die voll gehört. Vielleicht haben sie schon die ersten Handys erfunden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht können sie mit einer bestimmten Schuppe, die sie am Leib tragen, ja, über viele Kilometer miteinander sprechen. Haha, au, lol, ich wollte schon sagen, nichts erwischt und dann haut er mir noch Vollgas eine rein, ne? Voll zwischen, au, boah, das war Glück. Au, du Arschgeige, echt, ich muss mich heilen. So, ein Trank ist mittlerweile sogar schon zu wenig. So wie die mich da vermöbeln tun. Au, du bist ein Arsch. Ja, ja, haha, nix erwischt. Alter, die sind stark. Jawohl. Aha, zweimal. Der Nebene. Ja, nix erwischt. Ha. Nix, eher nix erwischt. Ah, ah. Ja, ich wollte gerade weglaufen, ne? Und dann haut er mir von Seiten wieder eine. Also, es ist ja unglaublich. Was ist mit die los? Was haben die denn gefrühstückt, bitte? Die haben sicher irgendwie so ein Doping oder so genommen. So ein Echsenmenschen-Doping. Die anderen waren so einfach und die sind jetzt so schwer. Das gibt's ja nicht. Hallo, du Arschkopf. Oh. Ja, ja, sicher. Ja. Nichts erwischt. Aber gar nichts erwischt. Ja, ja. Jeder zweimal. Ja, ja. Ist klar. Zack. Oh. Von hinten eine draufgehauen. Und wie soll ich die jetzt dann bitte schaffen tun? Mit reinem Glück wieder mal. Mit welches Glück? Mit einem Hieb bin ich dann schon wieder erledigt, ne? Wenn der jetzt nochmal trifft. Ich könnte aber auch mein Schmuckstück und so wieder ändern. Das wird vielleicht besser sein. Das wird auch wahrscheinlich sehr viel besser sein. Ich werde das Ganze wieder ändern. Die Ringe, also den einen Ring und das Schmuckstück wieder. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Ich mach's nur kompliziert. So. Stichwaffen. Stichwaffen haben die gerade nicht. Wo ist jetzt der eine schöne... der war ja so toll, ne? Hieb, Klingen und Stichwaffen. Geschicklichkeit mehr brauchen wir eigentlich nicht. Schutz vor Feuer und vor Klingen. Die tragen schon Klingen, ne? Ja, sicher, Echsenschwert. Und das Eis tun wir weg. Und haben wir hier noch irgendwas mit Klingen und so? Mana, Hiebwaffen, Klingen. Plus 5. Schwert plus 1. Na, da wird schon der reichen müssen. So. Um Gottes Willen, ne? Also... ja. Gehen wir es wieder an. Hallo, jetzt bin ich gewappnet gegen euch, Biester. Hoffe ich halt. Zack. Au. Oh ja, es schaut besser aus. Also, vom Schaden bekommen. Jawohl. Und beide getroffen. Muhaha. Ja, ja. Dreimal. Du willst... Alter. Es schaut besser aus, aber ich bin noch lange nicht aus dem Schneider. Fu, hu, hu. Schwitz, schwitz. Ja, ja. Jawohl. Ja, boah, ich habe ihn getroffen. Sowas. Na komm. Komm her. Zweimal, dreimal. Ja. Sicher. Alter. Alter, viermal geschafft. Eine schöne Vierer-Kombi. Alter.
Na, das ist nicht einmal das Parieren kriege ich hin. Alter, knapp vorbei, ne? Der hat mich gerade so nicht getroffen. Ah, aber dahinter immer. Es ist unfair, dass ihr zu zweit seid. Jawohl, einmal getroffen. Einmal getroffen, das muss reichen. Das muss echt reichen, scheinbar. So. Jawohl. Puh, wenn einer schon mal erledigt ist, ne? Ich bin gleich erledigt. Alter, hüpf weg! Nicht so, du Trottel, von der Seite weg. Ich wollte doch nur was trinken. Komm. Das sind echt schwer. Wieso sind die so schwer? Die anderen beiden, die ich da... Habe ich da nicht mal welche allein besiegen können? Die waren irgendwie leichter. Einfacher. Die sind getobt. Ganz einfach. Die haben da irgendwo im Wald eine Beere gefunden, die sie getobt hat. Ja, genau. So einfach ist das. Aber die essen rohes Fleisch. Ah, dann liegt es daran. Hui. Alter. Es ist wieder so, als wenn ich... Na, würdest du was saufen? Trinken. Nochmal. Und geht schon. Alter. Jetzt hat er mich fast erwischt. Ich weiß, was ich mache. Rein da in die Hütten. Sofortigst. Da habe ich einen Schutz. Ha, ha, ha. Komm daher, du Bastard. Die laufen ein sowieso bis nach... bis ans Ende der Welt nach. Jetzt haben wir eine Chance. Au. Na los. Jawohl. Getroffen. Dreimal. Viermal. Wow. Alter Schwede. Ja, ja. Mist, der ist im Haus drin. Du sollst den Vorderen anvisieren, Kerl. Alter. Ja, ja, hör auf mal zu schlagen. Lass mich auch mal. Du ungehobelter Fatzke. Au. Schau dir das mal an. Alter, ist es schon gut. Hallo. Okay, das mit dem Haus ist auch nicht besser. Hey, das ist ja voll unfair. Das ist voll gemein. Das ist Betrug, ist das. So schaut's aus. Voller Betrug. Ich will die aber tot sehen. Das muss irgendwie gehen, hey. Voll gemein. Ihr Kackbratzen. Hallo. Grummel. Das Doofe ist, wenn ich sie halt da beim Haus hab, ne? Ich kann mich dann nicht mehr heilen. Also, wow, jetzt bleibe ich da beim Felsen hängen, ist eh klar. Hallo? Da kommen sie. Jawohl. Zack. Dreimal, viermal. Fünfmal getroffen. Was bist denn du für ein gedobtes Viech? Alter, das... Puh. Ja. Jawohl, getrefft. Ja. Alter, du erinnerst mich schon an diesen scheiß Echsenpriester-Typen. Zweimal. Jetzt ist der zweite natürlich auch da. Au. Jawohl. Irgendwas haben wir getroffen. Au, ja, der hat mich getroffen. So schaut's aus. Jawohl. Hallo. Au. Au. Ja. Ist schon gut. Ja, reg die wieder ab, um Gottes Willen. Hat er nicht irgendwie mal so eine Energieleiste? Ey, der ist bald hin. Mit ein bisschen Glück. Zweimal. Jawohl, der ist hin. Das ist ja schon mal ein etwas Gutes. Jawohl, einmal getroffen. Alter. Ja. Kackviech, elendiges. Ja. Viermal, fünfmal, 20-mal getroffen. Jawohl, zweimal haben wir getroffen. Ha. Drei, vier. Was? Das fünfte Mal war angetäuscht. Du Mistviech.
blockt er auch noch. Du wagst es zu blocken? Einmal. Nur einmal. Zweimal. Dreimal. Vier, fünf, sechs. Alter. Puh. Alter, schau, wie der Gas gibt. Was ist mit dir los? Der macht echt gleich eine 20er-Kombo. Du Sauviech, echt. Hammer die getroffen. So muss das ausschauen. Zweimal. Ja. Jawohl, nochmal zweimal getroffen. Au, au, au. Ah, ja, sicher. Boah, das wird jetzt noch knapp. Ich hab Angst. Ich glaube, ich versemmel das. Ja. Ich glaube, ich krieg gleich ein Kind. Alter Schwede. Ja! Bravo! Alter Schwede! Ja. Ah, nochmal draufgehauen. Echt flatter, flatter Freude. Gott sei Dank, er ist hin und jetzt haben sie nichts, ne? Hast du was? Na, tatsächlich. Südostküste, Bordstein, supi. Wir haben schon 10 von 14? Boah, geilo, eh geschlafen. Ich bin irgendwie müde, keine Ahnung warum. Ah, ja, super, ey. Hat sich der Aufwand noch gelohnt? Richtig, schnell speichern. Schnell, schnell speichern. Puh, also, ja. Wenn ihr mal nicht einschlafen könnt, ja, dann legt euch einfach Risen zu, ja. Spielt bis dorthin, wo ihr gegen diese Echsenmenschen kämpfen könnt, ja. Und dann spielt eine Runde und dann könnt ihr schlafen wie die Babys. Ich weiß, ich werde heute richtig gut schlafen. Alter Schwede. Da oben sind nochmal 2 von diesen Krattler. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die jetzt auch noch besiegen soll. Aber es besteht immerhin noch eine Möglichkeit auf einem Bordstein, nicht wahr? Allein dafür würde es sich schon wieder auszahlen. Außerdem ist es eine Ad-Minderung, sag ich mal. Huch, nicht zu nah. Ist es wieder eine Ad-Dezimierung für den späteren Spielverlauf, da wir ja wissen, es wird definitiv noch weitere Kapitelchen kommen, tun. Und umso mehr Viecher jetzt schon sterben, umso weniger Stress haben wir später. So, du Mistviech. Natürlich kommen wieder alle beide. Ja. Jawohl. Boah, denn das haben wir schön getroffen. Puh, aha, ja, aber er uns auch. Ja, 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 ja. Sauber. Langsam. Au, 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 au. Hey, hallo. Das war jetzt aber unfair. Ja, sicher. Noch voll ins Kreuz rein, ne? Saufen bitte. Das sauft er nicht. Du sollst trinken. Geht ja. Immer höflich auffordern, ob er durstig ist, ne? So. Zack. Ja. Puh. Jawohl. Gott sei Dank, der ist ja schon mal weg. Ja. Man möge nicht glauben, dass das die gleichen Viecher sein sollen, ja. Ha? Die wirken schon wieder... Ich wollte gerade sagen, die wirken leichter. Pff, natürlich leichter. Trinken, saufen, runter damit. Schnell, oh, au. Ui. Dreimal. Und schon wieder die nächste Partie nach, ne? Das dumme Schild hat nicht geholfen. Jetzt stehe ich da wieder, oder was? Na, wir haben getroffen. Jawohl, zweimal getroffen. Jawohl. Nichts getroffen. Puh. Jawohl, du Mistviech. Sehr schön. Sauber. Sauber. Ja, ist ein Sauber, ist er auch, aber wir sind sauber. Nichts ist da. Natürlich kein Teleportstein, wir haben den ja unten bekommen, aber vielleicht wäre es ja für einen anderen Ort oder so gewesen. Boah. Ja, so schaut's aus. Schlafen gehen. Wir haben nur mehr 8 Tränke von der Variante. Ich könnte auch mal wieder was einkaufen gehen. Oder selber brauen. Ja. Ah, wir gehen heuer. Gehen wir schlafen.
Hui, da rollt er sich vor lauter Freude. Sauber. Sauber, 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 sauber. Schön gemacht. So. Ein, na, würdest du bitte durch die Tür? So dick sind wir jetzt auch nicht, dass wir da nicht durchpassen. So. Nochmal schlafen gehen. Passt. Haben wir die Kradler auch weg? Ja, sicher. Nicht so schiefes Wetter, ne? Ich will da nicht raus. Schauen, wie schief das ist. Da werden wir nass und dann rostet unser Schwert und unser Schild rostet auch. Ja, was soll's. Wir sind ein stämmiger Junggeselle und ja, ein bisschen nass schadet uns nicht. Ja, gut. Karte. Ich will unbedingt noch weitere Ringe haben. Ich glaube, da fehlen noch zwei. Einer davon ist, glaube ich, eh da oben. Wenn ich jetzt auf die Karte glubsch. Ich glaube, einer ist dort oben entlang. Dann hatschen wir doch mal dort drauf. Jo. Und schauen gleich, ob wir ein Ringlein bekommen können. Dann würde uns nur noch, glaube ich, einer fehlen. Da hätten wir die Quest auch schon erledigt. Ja. Und dann... Vielleicht haben wir ja auch das Glück, dass wir dann bald alle Bordsteine haben werden. Ja, natürlich ist da vorne ein Rudel voller Wölfe. Ein Rudel voller Wölfe. Stell dir das mal vor. Ja, da ich weiß, dass die sehr hungrig sind und kleine, süße Helden, wie wir sind, gerne verspeisen, tun wir gleich mal speichern. Weil natürlich sind das lauter schwarze Biester. Da. Au, au, au. Das ist schon gut. Ich hab zu viel riskiert. Ich wollte zu viel. Ah, der erste ist immerhin schon mal hin. Ah, geilo. Hat gar nicht mal so schlecht hinkaut. Puhuhu. Sauf ich. So. Zack, zack. Dreimal. Zack, zack. Jawohl. Die haben jetzt ungeschnetzelt, als wenn es normale wären. Ich bin entzückt. Das ist die Kraft des Speicherns gewesen. Ja. Ist das ein Gnom davon? Ich glaube. Die Kraft des Speicherns. Ich sag's euch. Ein Häuptling sogar. Nein, nicht Häuptling. Normal. Au. Das ist schon gut. Echt. So. Zack. Und. Ah. Puh. Langsam. Ja. So, ja. So ist schön. Brav, nehmen wir alles mit. Werkzeugbeutel. Immer noch? Echt? Okay. Ja. Hm. Scharf. Hm. Hätte man eigentlich nicht mehr braucht. Aber wer weiß. Vielleicht nimmt das uns ja trotzdem ab. Hab ich das schon mal probiert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dieser dieser Werkzeugbeutel blieb in meiner Tasche bis zum Ende des Spiels. Ist ja wurscht, wenn. Wir haben eh genügend Platz. Zack, zack, der erste ist hin. Zweimal, zack, der zweite ist hin. Und, au, zack, der dritte ist hin. Jawohl. So, schön looten. Was, wie? Dann bist das du, der noch nicht. Jawohl, genau. Der noch nicht gelootet worden ist. Ich glaube nämlich, dort oben müsste irgendwo eine Burg sein. Ja. Das schaut mir schon wieder verdächtig nach Untot aus. Quatsch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hui. Au, au, au. Zack, zack, zack. Au, au. Zack, zack, zack. Jawohl. Dreimal. Auf viermal gleich. Schau dir das an. Mistviech. Das schaut nach Untot aus und da oben ist Untot, inklusive Gnümchens. Das heißt, wir speichern wieder. Weil wir brav sind, weil das gut lief, tun wir wieder speichern. Ich spüre schon wieder den kalten Griff des Todes in meinem Nacken. Aus irgendwelchen komischen Gründen. Au. Ja, der Sturmschmeißer Kordel ist auch wieder da. Ja, der da hinten, der heißt so.
Und natürlich sind wieder drei Skelette da. Wie soll es doch anders sein? Und so ein Steinschmeißerkorl von einem Gnom. Gnom, ich schwöre dir. Au. Ja, du Sichelheini. Ja, natürlich verfehlt dann. Es ist ganz logisch. Das gehört sich so. Ja. Aua. Wenn du, kleines Skeletti, mal kaputt gehen würdest, ne? Und du, dreckiger Gnom, da hinten auch. Dass jetzt wieder so viele sind, ne? Du, das Note. Erst sag einmal. Ja, nichts geht. Jawohl, der hintere schon mal hin. Huch, ja. Na komm. Au. Au. Das ist wieder. Au. Das ist schon wieder so aus. So. Eine Sauerei, ne? Also wirklich Betrug. Ja. Jawohl, ich glaube, wir haben ihn getroffen. Au, ja, der da hinten mit dem Stein, der hat mich getroffen. So. Skeletti, würdest du mal bitte über den Jordan marschieren? Na, der hat auch keinen Bock zum Sterben. Ein Häuptling! Ach du Schande. Ein Gnomenhäuptling. Was denn sonst? Was denn sonst? Ja, ja. Du mit deinem Scheißbrille. Au! Hast du das jetzt gesehen? Bagageländige. Du kriegst schon noch deine Quittung, Häuptling der Indianer. Ich schwör's dir. Ja, ja, da bist du schon. Gut, dann kriegst halt du auf die Fresse. Au! Au! Ja, ja. Das haut super hin, haut das. Echt. Super haut es hin. So, wow, es haut wirklich super hin. Ha, der ist hin. Super, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist wurscht. Da. Au. Ja, ja. Jawohl, das Skelett ist. Au. Ist hin, wollte ich gerade sagen, feierlich. Und dann kriege ich wieder eine aufs Maul von dir. Ist das Not? So, geht ja. Dreckiges Mistskelett, elendiges. Der hat auch noch einen Werkzeugbeutel. Eine Rübe. Das ist aber nicht seine, die er auf dem Kopf hatte. Nein. Oder der seinen Kopf darstellen soll. Eine Holzfäller-Axt und ja. 4 Goldmünzen. Reiche Beute. Und gut, du hast wie üblich einen einzigen ganzen Knochen und ein paar Goldmünzen noch. Puh. Ich trinke mal was. So. Habe ich so selten gemacht in letzter Zeit. Gut, das looten wir, das nehmen wir mit. Da vorne ist auch schon das nächste Skeletti. So, die zwei haben ihren letzten Zahn für uns gegeben. Was haben wir hier noch Schönes? Ja. Eigentlich nichts Besonderes. Bis auf das eine Krautilein haben wir sonst nichts. Puh, ey. So, ich hätte gern den Vasallenring bitte von euch. Ihr könnt es mir einfach hier hinlegen und dann lasse ich euch am Leben. Ihr könnt euch dabei eure Waffen niederlegen und euch mir den Rücken zuwenden. Und dann, wenn es ein leichtes Pieksen im Rücken spürt, das ist eigentlich eine Massage. Ja? Das ist die übliche Vitamin-Eisen-Portion, die ich meinen Feinden gerne gebe, weil ich ja auch ein lieber Gegner bin, also ein lieber Bandit. Au. Und da, ja, da entspannen sich dann die Leute immer so, dass sie gleich am Boden, au, ich muss mehr aufpassen, dass sie am Boden liegen bleiben. Ja, sieh, jetzt verreck ich da bei einem Skelett oder was? Ja, so viel zu einem Skelett. hallo! Ja, der Burgherr ist jetzt, der will auch mitspielen. Ich will aber noch nicht spielen mit dir. Das taugt mir jetzt gerade gar nicht. Aber wir haben ihn schon mal getroffen. Auch wenn es nur leicht gekitzelt war. Okay, das war jetzt sowas, das war schön. Puh, du da. Hast du das gesehen gerade? Puh, du Bastard. Der Burgherr. Ja, ich habe schon gesehen, das wird jetzt lustig. Zweimal. Zweimal. Geht drauf. Jawohl, der ist draufgegangen. Das wird jetzt echt knapp.
Jawohl, schön gemacht. So. Ein ganzer Knochen, einen weiteren Vasallenring und ein bisschen Gold. Also Münzen halt. Jawohl, es fehlt nur noch einer. Ein einziger dieser Ringe. Dann kann auch dieser eine Jungspund in Ruhe schlafen wieder. Boah, auf Anhieb richtig sauber. Gut, wir haben die Fackel, einen kleinen Mana-Trank und ein paar Goldmünzen. Super. Ich speichere mal. Ich heile mich bewusst nicht, weil ich hoffe, dass es hier ein Bettchen gibt. Oh nein, da gibt es nur den Tod. Wortwörtlich in Form eines Skelettes, der mich jetzt wahrscheinlich umbringen wird. Ja, so viel zu dem Detail. Wie habe ich es dann geschafft, bitte, dass vorher der Burgherr kommt, bevor der Depp da kommt? Echt unglaublich. Das ist halt mein persönliches Glück, scheint mir. So, jawohl. Der hat gesessen. Oh, 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 oh. Jawohl, weg ist er. Halt, warte, ich will dich noch bluten, bevor du runterfällst. Jetzt kannst du runterfallen. Jetzt wäre mir es eigentlich wurscht. Ja, ein Bettchen. Ein Bettelein zum Schlafen. Mhm. Puh, bis zum nächsten Morgen. Vielleicht haben wir jetzt noch schöneres Wetter. Alter Schwede. Puh. Ja, so ist schon besser. Ja, manchmal läuft es dann doch nicht so schlecht. So, mal schauen, ob da oben noch jemand leben tut. Nope, alles sauber. Passt, einen Trank haben wir bekommen, eine Heilwurzel. Und was haben wir da Schönes drinnen? Ja, natürlich gleich mal zu Beginn verkehrt. Die Brücke ist abgebrochen. Natürlich ist abgebrochen. Ja, so, jetzt passt er. So, ja, wir bekommen einen kleinen Bernstein, einen Mana-Pilz, ein paar Bolzen und ein paar Goldmünzen. Super. Yeah. Ein Vasallenring fehlt noch. Jetzt muss ich nochmal auf der Karte schauen, ob ich irgendwo einen hübschen Turm erkennen kann. So, look, look. Also. Also, ja. Da drüben. Da drüben ist, glaube ich, keiner. Nein, das war nur eine optische Täuschung. Da lebt, glaube ich, der Druide. Genau. Wir sind gerade hier. Wir haben den. Wir, da drüben ist nichts. Der da. Ich glaube, das könnte was sein. Da müssen wir halt wieder ganz runterhatschen. War das von hier erreichbar? Weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, da unten, der da müsste sein. Das heißt, wie bohrte ich mich jetzt am schlauesten? Ich glaube, zur südlichen, nein, zur westlichen, die ist, glaube ich, gut. Die passt, glaube ich, genau. Ich gehe es einfach mal kontrollieren. Da ich mich nicht sicher bin, müsste das jetzt die westliche Ruine sein. Und ich gehe einfach mal runterschauen, ob da ein Fünkchen Wahrheit dabei wäre, dran wäre. So, der Bordstein ist echt praktisch. Der Bordstein ist praktisch. Bin ich da wirklich richtig? Wo bin ich? Ah, da. Okay, kenne mich schon raus. Traumhaft. Ich glaube, zu der Burg, meine OMG-Burg. Mein OMG-Platzl, wo ich jetzt hin möchte. Da habe ich mich, glaube ich, raufgecheatet ein bisschen. Oh. Oh. Auch hier gibt es Gegnernachschub. Natürlich gibt es hier Gegnernachschub. Was denke ich denn? Bist du alleine oder hast du einen Freund? Na, das ist ein Einzelgänger. Das sehe ich auf den ersten Blick. Ja. Jawohl. Ja. Ja. Ja, fast. Fast mit... Jawohl, den haben wir zerlegt. Den haben wir schön zerlegt. Sind das da hinten Grab, also Panzergrillen? Ja, es sind Panzergrillen. Das heißt, nochmal speichern und
Na, das war ein blöder Spielstand, aber hier wird's passen. Oh, Erika, Panzergrillen, wunderbar. Ne, nix wunderbar. Hallo, Mistviech. Zack. Au. Du Mistviech. Jawohl, der hat gesessen. Au, 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 au. Au. Ich sagte doch schon au. Zack. Jawohl. Zack. Puh, die ist fast hin. Ja, sauber. Oh, das geht. Läuft. Wow. So. Na komm. So, so, so. Au. Au, au, au. So, ungeziefer. Jawohl. Au, das ist schon gut. Ja, ja, ist schon gut. Aua. Von mir kriegst du keine Erfahrungspunkte. Hin? Ja, da bin ich mir sicher. Ja. Da bin ich mir absolut sicher. Sauber. Weg ist er. Ist da unten vielleicht noch was, so ein Mistkratlerviech? Na, aber ein Echsenmensch. Ein Echse von der Mensch. Echse von der Mensch. Komm her. Ist doch nicht ohne Freund. Ist wirklich nicht ohne Freund. Das sind gleich drei gewesen hier. Ja, das war wieder ganz schlau meinerseits. Du Saukratler, du nennendiges Mistding. Echt, Entschuldigung, alles hier war. Sag einmal, jetzt bin ich wieder hin, ne? Ja, ja. Okay, schön langsam. Langsam und geschmeidig. Mistviecher. Diese dreckigen Bastarde. Ich sag's euch, ich bin jetzt schon wieder heilfroh, wenn ich die nächste Rüstung krieg. Komm, ja, schleich dich her. Komm her. Ja, ich bin da. Hallo, bitte nur du. Ja, das könnte jetzt was werden. Ja. Jawohl. 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 Sehr gut. Einmal trinken. Teleporterstein, noch ein. Oh oh, was war denn das jetzt für eine Ruine? Schnell lesen. Westlichen wissen wir schon, Vulkan, südwestlich. Das dürfte der südwestliche sein, denke ich, ja? Da krummelt was, es krummelt was. Schnell weg. Mach, komm. Wo krummelt was? Wo krummelt wer? Da drüben krummelt er. Und das sogar sehr. Ja. Zack. Das hat schön gesessen. Jawohl. Boah, den haben wir jetzt verjausnet. Ja, das könnte immer so gehen. Das tun wir auch gleich speichern. Super, fehlen nur noch drei. Drei Bordsteinchen fehlen noch. Und da ist ein Wölfchen. Ja, hallo, ein stinknormaler Wolf. So, das war's mit dir. Das war's mit dir, du Mistviech. So, ja, ja. Hui. Dann gehen wir weiter. Schauen wir uns die nächsten. Das nächste Teil hier, Dingsgebiet und so an. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ah, ich glaube, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Ja, sicher. Zwei normale? Okay, dann habe ich keine Angst vor euch. Ja. Ja. Jawohl. Oh. Au. So, jetzt aber. Was war denn das jetzt gerade? So hört sich mein Magen an, wenn ich hungrig bin. Bam baram 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 baram. So, da ist nix, nix und noch mehr nix. Oh. Aber hier haben wir Wölfchens. Schwarze? Jo. Ist da hinten auch noch irgendein Kratler? Nicht, dass wir von hinten wieder eine drüber gezielt kriegen. Nope, aber ich könnte mal schlafen gehen. Ab in die Hapfen. Nur mal ganz kurz, wahrscheinlich regnet es dann jetzt wieder. Ta. Ich hätte es mir vielleicht noch aufsparen sollen. Jetzt ist spät. Jetzt ist es zu spät dafür. Tralalalala. Bist du ein Schwarzer? Freilich bist du ein schwarzer Kratler. Zack, zack, zack. Ja. Ja. Was? Noch mehr? Dann ziehen wir durch, ne? Zack. Hin. Schau dir das an. Ist das jetzt gut gegangen? Puhuhu. Die wussten nicht, wie ihnen geschieht.
Bist du ein Erz? Das ist aber kein Erz, oder? Na, das schaut nur so komisch aus. Das schaut so komisch aus. Komm her. Au. Siehe, trifft er mich zuerst, ne? Zack, zack, zack. Du auch? Au. Zack. Zack. Aus ist mit dem Ungeziefer. So. Da drüben ist niemand. Ist hier irgendwer? Tatsächlich. Wölfchen sind wieder da. Die nehmen wir freilich wieder alle mit. Und weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Servus, Viech. Normaler Wolf. War nicht runterfallen. Doch, natürlich. Er fällt mitsamt unserer Beute einfach wieder den Riegel runter. Vielleicht können wir unten looten. Wenn wir ihn wieder anfinden. Super. Traumhaft. Das habe ich wieder fein hinbekommen. So, hier ist nichts mit Erz. Nee, nee. Dann gehen wir hier weiter, weiter, immer weiter. Irgendwie habe ich es geschafft, bei meinem Spielstand, dass ich mich da hochglitschen konnte. Von dort aus habe ich dann den Weg, ich glaube, einen Weg genommen zu einer Burg. Aber das war nicht so vorgesehen. Das weiß ich auch noch. Irgendwie konnte ich da hoch. Ich schaue mal bewusst ein Stück darunter. Weil ich denke mir, vielleicht gibt es hier noch ein paar Gegner. Ja, Gnome, Gnome. Allein die Gnome hier, dafür zahlt sich schon wieder aus. Hallo. Zack. Ihr habt sicher auch Werkzeugbeutel, ne? Im Nachhinein gesehen, ja, scheiße. Ich hätte schon früher gebraucht. Zack. Du bist hin. So viel dazu, du bist hin. Ja, na, schau. Du widerspenstiger kleiner Bastard. Jetzt ist er hin. Zack. Zack. Jawohl. So muss das ausschauen. Hier mit deinem Zeugs. Nein. Überraschung. Oh. Sie haben gar keinen Werkzeugbeutel. Naja. Ich komm nur her. So. Zack. Halt. Aus. Der wollte mich gerade stechen. Ja. Dann stirbst du zuerst. Ja. Mistviech. Au. Jawohl. Der hat gleich mit einer. Au. Hallo. Beziemt sich das? Nein. So. Bastardviech. Da brennt eine Fackel. Hat da hinten gerade ein Viech? Da hinten ist echt was. Ach, das ist nur so eine Motte wieder. Trotzdem, das lohnt sich wieder mal zu speichern. Dann gehen wir mal wieder da durch die Büsche. Nein, wir müssen nicht aufs Klo, aber ich will dieses Viech da plätten. Zweimal gleich. So. Bravo. Das ging ja schnell. Wenn wir schon mal dabei sind. Look, look. Look, look. Alle Bösewichte bitte bei mir melden. Aber der Reihe nach. Wichtig zum Dazusagen, nicht, dass ich dann aufs Maul kriege zu sehr. Aber schaut hier. Ach so, ein Seegeist. Dachte ich schon, was sind das für Viecher? Ja. Au. Ja. So, hin ist er. Ja, mit deinem Fleischilein. Und da ist noch so ein Kratler. Nix erwischt, großer Fisch. Tada. So. Perfekt. Da unten ist noch einer. Frische Keulen. Ja, ja, reg dich mal auf. Was hat's dir gebracht? Nix. So. Ja, da wird einmal kurzer Prozess gemacht. Ich dachte, das wäre eine Muschel gewesen, dabei war das ein schöner Stein. Lalala. So, zack. Ja, das habe ich jetzt davon, weil ich gewartet habe. Jetzt weicht das Viech immer aus. Aber im Endeffekt hat es ihm nichts gebracht. Nee. Das kommt genauso in die Pfanne wie bei den anderen. Ja. Servus. Au, jetzt war der schneller. Das ist aber nicht nett. Du hättest dich einfach totstellen können. Dann wäre das für mich jetzt leichter gewesen. So.
Aber wir haben ihn eh besiegt. Lalala, lalala. Wir müssten jetzt nämlich diese Höhle hier, ich mache gleich die Höhle mit, die müssten wir jetzt eigentlich besuchen können, ohne dass wir sterben. Ich muss mich selber auslachen. Hallo, ihr Gnome. Ja. Der ist weg. Zack, zack, zack. Au, der ist weg. Der ist auch weg. Super. Jawohl, seinen letzten Zahn hat uns wieder überlassen. Da, die Sichel wollte ich haben und den Knüppel aus dem Sack. Da ist noch eine schöne Seemannstruhe. Wir haben ein paar Goldmünzen, einen Schluck Wein und zwei Fackeln. Den nehmen wir gerne mit. Da fackeln wir nicht lange rum. Wie immer. So, Tränke. Ich werde... Na, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte nur ein paar kleine Tränke genießen. Ich werde auch mal das tauschen. Und das gebratene Fleisch tun wir noch verknuspern. Ja. Da muss ich mal auf die Uhr klupschen. Ach gut, haben wir noch eine ganze Stunde. Was? Wie spät? Das kann ja nicht sein. Echt schon so spät? Ich bin geschockt. Jetzt soll das Ganze schon zu Ende sein heute gleich. Was? Eine knappe halbe Stunde noch? Weil ich möchte ja heute ein bisschen noch die 15 Minuten noch länger machen, die ich jetzt da im vorigen Teil früher Schluss machen musste, wegen einem technischen Problem. Ich glaube, das ist nicht gesund. Das kann ja nicht sein. Wie schnell vergeht denn die Zeit, bitte? Irgendwas krummelt da. Aber es scheint hier mal ausnahmsweise kein Ghoul zu sein. Ja, ja. Hüpf, hüpf. Komm her. Zack. Jawohl, der ist erledigt. Du bist auch gleich erledigt. So. Super. Her mit der Fackel. Fackel. Danke. Sichel. Und noch ein Gnümchen. Eine Truhe. Mit Wasser, ein bisschen gebratenen Hering und ein paar Goldmünzen. Jo. Noch eine Truhe. Mit einer Hornmuschel, einer Fackel und noch ein paar Goldmünzen. 7 Stück. Das ist nicht einmal erwähnenswert. Wie gemein, ich weiß. Ein gesunder Knochen. Super. Unser Ersatzknochen. 3 gute Zähne. Unseren dritten steht nichts mehr im Weg. Und eine Kralle und wieder 3 Stück von Goldmünzen. 3 Stück. Jawohl. War ich jetzt bei dir schon? Ja, alles gut. Alles gut. Die 3 Schwammerler nehmen wir noch mit. So, ja. Hammer, Hammer. Die da haben wir noch nicht. Oder doch? Aber nein, aber doch, doch sicher. 1, 2, 3. Gut, dann gehen wir halt hier weiter, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde bald sterben. Es ist so unheimlich da. Geht's runter? Ist das gesund? Da ist ein Geldbeutel. Ich tue mal lieber speichern. Ich werde gleich sehen, ob es gesund ist. So, fortsetzen. Langsam. Wahrscheinlich fliegt mich gleich wieder irgend so ein Dreckskuhl an. Goblin-Münze. Goblin-Münze, genau. Goldmünze, Alter. Ich bin schon so Goblin-geschädigt. Aber da vorne ist ein Eisenerz, ein Dietrich, den brauchen wir eh, Bolzen und rostige Schwertelein. Das nehmen wir gerne mit. Und dann klopfen wir mal drauf auf dem Erz, ne? Schaut irgendwie aus, als ob es bluten würde, oder? Das hat sich gelohnt. Soll es aber auch geben, ein Stein, der bluten kann, wenn man ihn zerschlägt, dann kommt, soll eine rote Flüssigkeit dabei rauskommen. Ich glaube, wir sind durch. Ja, hurra, wir haben es lebend geschafft. Lebend, will ich nochmal betonen. Wir haben es lebend geschafft. Kann ich darauf? Weil ich faul bin? Ja, geht. Ich will jetzt schauen, ob ich mich nochmal da hochglitschen kann irgendwie. Ob das geht.
Vielleicht war es doch gar kein Glitch, vielleicht war es ja wirklich beabsichtigt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Wie habe ich das denn angestellt? Das weiß ich auch nicht mehr. Irgendwie habe ich das angestellt, dass ich da irgendwie hoch konnte. Das muss ich jetzt wieder herausfinden, wie ich das geschafft habe. Und von da aus irgendwie habe ich es dann geschafft. In der Tat. Kann ich da hoch? Da hoch? Bei der Wurzel? Und von da aus habe ich es irgendwie tatsächlich geschafft, dass ich weiterkam. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Das kriege ich nie wieder hin, glaube ich. Das kriege ich nie wieder hin, fix nicht. Es gibt einen anständigen Weg dorthin, das weiß ich auch, aber ich wieder mal habe ich vergessen, wie das ging. Aber so denke ich mal nicht. Auf jeden Fall, ich weiß noch, ich konnte mich da hochglitschen. Dann bin ich da so rüber gehatscht und dann bin ich irgendwie da drüben, vielleicht kann man sie sehen, da so rüber und habe es dann irgendwie geschafft, da drüben zur Burg hinzugelangen. Da oben drüben, da war sie. Es gibt aber auch einen richtigen Weg dorthin, meine ich. Irgendwie, ich weiß noch, irgendwie habe ich das, glaube ich, geschafft gehabt. Ich, keine Ahnung. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Ja, es soll schon da drüben sein. Soll schon irgendwie da drüben sein. Ich weiß auch nicht, zum Beispiel, ob man das nicht auch mit dem Levitieren schaffen könnte. Beziehungsweise ob ich es nicht sogar damit gemacht habe. Keine Ahnung. Oder ich bin jetzt einfach nur doof und ich verdumme mich schon wieder mal. Und das war gar nicht so, sondern es gibt dort unten, glaube ich, noch irgendwas Besonderes. Da drüben, das war nämlich schon was Merkwürdiges, das weiß ich noch. Das war was Merkwürdiges, aber ich glaube, von der Seite ist es gar nicht gedacht, dass ich dorthin komme. Das hat für mich nämlich, also dort, das schaut so komisch aus, das hat für mich immer ausgeschaut wie ein, wie ein riesengroßes Tor. Keine Ahnung, ich glaube, in Wirklichkeit war es eine Statue oder was, keine Ahnung. Oder kam ich von der anderen Seite auf jeden Fall hin? Ich muss es mir mal anschauen. Ich kann mich ja auch raufporten. Wie gesagt, ich und mein Gedächtnis. Ja, bei sowas ist das echt ein bisschen schlecht. Aber nur ein bisschen. So, porten wir uns wieder darauf. Irgendwie ging es dorthin, ich weiß es ja. Ich bin mir da recht sicher, dass es da irgendwie möglich war. Und natürlich ist das Wetter wieder zum K. Ich meine schlecht. Wieder richtig schlecht. Wie ging das noch schnell? Ich weiß, ich habe viel zum Nachgoogeln. Google ist mein bester Freund. Ist mein allerbester, bester Freund. Was Technik und so auch betrifft. Also Technik, sage ich. Was eben PC betrifft, so muss ich sagen. Wie zum Teufel ging das noch gleich? Es könnte auch sein, dass ich mich dahin glitschen musste. Mein Mikrofon da unten war es. Wahrscheinlich bin ich wieder komplett verkehrt und werde mich danach ja richtig ärgern wieder, weil ich einfach ein Google-Hupf bin und ab und zu nicht wirklich weiß, was ich tue. Ja. Wie gesagt, da drüben waren wir, da waren wir auch. Also ich glaube schon stark, dass da irgendwo was war. Wenn man es wenigstens mal sehen könnte, ne? Dann könnte man erahnen, was ich vorhab oder wohin ich möchte. So, aber zum Glück, in diesem Fall ist es ja ein bisschen Glück, dass wir dann heute Twitch schon leider beenden müssen. Leider irgendwie und doch ein bisschen Glück, damit ich nachgoogeln kann, was ich schon wieder falsch gemacht habe. Auf jeden Fall soll es doch irgendwie darüber gehen. Durchs Wasser geht es auf keinen Fall.
Da wäre man nur von einem... Ist das eigentlich auch ein Titan? Keine Ahnung. Oder ein Sprössling von einem Titan? Wäre man halt wieder hierher zurückbefördert. Dieser komische... Was war das? Wurm oder so? Ach, ist das jetzt wieder blöd. Vielleicht finde ich ja doch die Stelle an, wo ich mich raufgeglitscht habe. Das wäre natürlich das Allerschönste. Muss ich echt sagen, das wäre echt das Allerschönste. Aber ich fürchte... so einfach machen wir das nicht. Dort sind wir eigentlich schon mal durch. Ich überlege gerade nämlich. Ich versuche gerade meine grauen Gehirnzellen zu aktivieren. Ich muss noch die paar tausend zusammensuchen, die ich noch habe. wie bin ich das angegangen? Ruck. Ich glaube schon, dass es von da unten war. Ich glaube schon wirklich, dass es von da unten war. Jetzt tue ich viel Zeit verdrödeln, ich weiß. Ich glaube schon, dass ich das geschafft habe. Die Frage ist nur, wie habe ich das geschafft, Herrschaftszeiten nochmal? Aber ich glaube, es war auch nicht richtig, von da drüben zu starten. Ich könnte allerdings... Ich hoffe, ich sterbe da jetzt nicht bald. Also, wenn ich so weiter blödel. Ich könnte mal zu der Stelle hinlaufen, wo ich gedacht habe, dass es eventuell ja, zu dieser Burg hinführen könnte. Ich glaube, das war auch verkehrt. Das ist sicher wieder irgendwo anders. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich wieder mal tausendmal vorbeigerannt bin. Das würde mich ja gar nicht wundern. Wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. So, lala. Ich hätte halt gern die Quest fertig, ehrlich gesagt. Dann brauche ich mich darum nicht mehr zu kümmern. Und ja. Aber ich glaube, das war wirklich nur zur Zierde. Ich glaube, da unten haben wir sonst nichts verloren. Weil, ja. Jo, das dürfte eigentlich... So, jetzt sind wir gleich da. Die Wand hier. Das schaut für mich so ein bisschen komisch aus, ne? Wie so ein riesiger Schild. Es ist, ich habe gedacht zuerst, das wäre ein Tor oder so, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht wirklich was. Ich denke mir mal, das wird ein Schild eines Titanen sein. Kann ich mir halt vorstellen. Vielleicht vielleicht ist das Ganze, die ganze Insel in Wirklichkeit ein Titan. Ich glaube nicht. Wir werden dann vielleicht mal, also ja, ich glaube nicht, das ist jetzt nur eine Spinnerei von mir. Vielleicht haben sie das auch nur zum Spaß so hergebaut, keine Ahnung. Aber ich dachte halt, dass da oben was ist und ich bilde mir auch ein, dass da oben was ist. Nur ich habe wieder mal vergessen, wie ich da raufkomme, du. Bestimmt jetzt nicht von hier. Wie spät haben wir es? Ja, 10 Minütchen noch. Und da oben eben... bilde ich mir ein, dass es noch eine Festung gab, die habe ich damals schon gesucht wie narrisch und ja, habe alle möglichen Sachen probiert. Ich glaube, ich habe sogar geschafft, darauf zu kommen, musste aber dann leider feststellen, dass es nicht weiterging und habe dann einfach weiter gequestet und habe dann per Zufall den Zugang dort gefunden. Jetzt, wenn ich ganz viel Pech habe, wäre ich eh schon wieder mal in der Nähe dieses Zugangs gewesen. Ich glaube, ich bin von da irgendwie raufgekraxelt. Darüber balanciert. Na, keine Ahnung, wie ich das angestellt habe. Kann ich da mal mehr sagen. Keine Ahnung. Einfach irgendwie dumm wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, hier kann es nicht weitergehen. Aber ich denke mal, vielleicht also vom Meer aus geht es ja auch nicht. Es ist sicher irgendwo so ein kleiner Trampelpfad wahrscheinlich, den ich wieder mal nicht finde. Oder eben wirklich nur rein questbedingt, dass man dorthin kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ich werde mich da jetzt nochmal ein bisschen schlau machen tun. Auf jeden Fall, auf alle Fälle. Ich möchte gern das fertig haben.
Ich werde aber die 10 Minuten dann scheiß mal drauf sozusagen. Die schaue ich da jetzt nochmal nach. Das gibt's ja nicht. Im Sumpf? War im Sumpf sowas? Ich glaube nicht. Na, da war was ganz was anderes. Da drüben haben wir ja den Gürger. Denn das war ja der Gürger, den haben wir ja besiegt gehabt. Wenn ich viel Pech habe, kann auch sein, dass er dort war. Ich habe es echt total vergessen. Es ist mir gerade so peinlich. Den einen haben wir ja. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich glaube, da unten ist wirklich nur das Symbol eben für das Schild. Da ist, glaube ich, überhaupt nichts. Das war jetzt einfach nur doof von mir. Ich weiß es echt nicht, wo der eine Untote sein soll. Da unten war man nämlich schon. Ich bin da leicht überfragt. Weil im Sumpf, glaube ich, ging es... Habe ich im Sumpf was vergessen? Ich glaube nicht. Nein, ich werde das auf jeden Fall nachschauen. Und dann werden wir nächste Woche, werden wir das alles ergründet haben. Und dann werden wir das Ganze zu einem guten Ende führen. Ich werde natürlich auch die Kristallscheiben, werde ich mir anschauen. Ich habe da fix zwei vergessen, aber ich glaube da oben Richtung Druide, da fort hinauf, ist, glaube ich, was. Weißt du, was wir machen? Das machen wir noch schnell, weil wir es können. Wir bohren uns nochmal ins Banditenlager zurück. Da ist sicher nichts, da habe ich mich nur vertan. Und im Banditenlager werden wir jetzt einfach mal just for fun mit dem lieben Don sprechen. Das geht sich noch aus heute. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen, weil wir so ein braves Büble sind, vielleicht kriegen wir da schon ein Upgrade. Und ich habe einfach zu lange gewartet. Schauen wir doch gleich mal nach. Hallo. Haben wir eigentlich bei ihm schon Bericht erstattet wegen dem Osttempel? Na, nix da. Der Osttempel ist erschlossen. Der Osttempel ist erschlossen. Sehr gut. Und weiter? Wie ist die Ausbeute? Eher mager. Ich denke, dass ihr mehr erwartet habt. Ich habe es geahnt. Gut, dann werden wir weitersuchen müssen. Was ist mit meinen Männern? Wo ist Danilo? Für die Männer war es kein großes Vergnügen. Sie hatten mit einigen Problemen zu kämpfen. Danilo hat es nicht geschafft. Er wurde im Osttempel getötet. Genau. Verdammt. Er war ein guter Mann. Na gut, trotzdem danke für diese Nachricht. Bitteschön. Kannst du mir was beibringen? Taschendiebstahl? Nö. Ich glaube, das passt dann soweit. Servus. Ja. Herr von und zu Don. Ich habe die restlichen 4 Kristallscheiben. Was? Die 5. hat er behalten. Ja, mein Erinnermich ist wieder da. Ich bin der gleiche Trottel wie noch vor, also wie beim ersten Mal. Eine hat er ja behalten. Ich habe die restlichen 4 Kristallscheiben. Na also. Alter. Damit haben wir den Inquisitor am Hintern. Jetzt wird uns der kleine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Ja. Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen und unsere Kämpferrüstung tragen. Ja? Alle Achtung. So schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Das glaube ich weniger. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Na, das tue ich höchstens mir selber an. warte mal. Ups. Scheiße. Ich dachte, er hat sie mir mitgegeben. Nein, wir hatten schon 4. Ach ja. Ich meine, natürlich. Das war jetzt nur ein Test an euch, ob's ihr... Es wird dann Zeit, dass ich ins Bett gehe, glaube ich sogar. Ja. Ich werde dann noch eine
Ich werde mir noch ein Bad oder so gönnen und dann werde ich einfach mal ein Stündchen weinen. Alter Schwede, wobei ich mich eher selber gern auslache. Ist ja nicht zu fassen. Das ist ja unglaublich. Ja, haben wir es fertig, ne? Was geschieht als nächstes? Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen und ihm eine Bedingung stellen. Ja? Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Ja. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören, Chef. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Ja. Klar? Der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht, sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Na, jetzt nimmer. Ich verlass mich auf dich. Ja. Hörst du? Natürlich. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wie 2000, ich glaube, das Hammer, gib mir oder? Die Rüstung eines Kämpfers. Gut. Hammer. Hier, nimm. Danke. Ist das peinlich. Schön. Sehr gut. Du hast sie dir verdient. Danke. Hast du noch Lass eine bessere? Dich nicht aufhalten. Nein. Gut. Schön. Passt. Ne? Scheiße. Entschuldigung, aber in dem Fall echt scheiße. Ich habe gedacht, uns fehlt noch eine wirklich. Also ich dachte, er hätte uns die eine. Na, natürlich nicht. Ne? Er hat doch gesagt, er behält seine eigene. Ja. Peinlich, ne? Es ist nicht gut für mich, wenn ich nur einmal in der Woche was spielen tue. Habe ich gerade selber gemerkt. Naja, auf jeden Fall, Ende gut, alles gut, schöner Abschluss für den heutigen Tag. Ich glaube, zeitmäßig, ja, haben wir's schon geschafft, leider Gottes. Ja, auch wenn ich wieder mal, ja, wunderbarst gefällt habe, haben wir jetzt doch eine neue Rüstung, wir haben neue Quest, wir dürfen zum Inquisitor zurück, können vielleicht die Hafenstadt bald dem Don wieder übergeben, also ihm zum Schäffelchen machen, Schäffchen. Und ja, das heißt, wir haben wieder was zu tun für nächste Woche. Perfekt. Ich gehe mich jetzt noch eine Runde schämen, ja. Ich werde mir dabei ein schönes, warmes Tässchen Tee machen und schäme mich dann weiter. Bis nächste Woche schäme ich mich jetzt mal. Und muss mich halt dabei auch selber auslachen. Das ist ja herrlich. Bravo. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Mittun, für alle eure lieben Chats und Kommentare und Posts und was weiß ich was alles. Ja. Fürs Ertragen meiner Fails. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch auch hier und da mal ins Fäustchen lachen. Das ist ja schließlich der Sinn und Zweck des Ganzen hier, dass ihr euch amüsieren könnt. Auch wenn ich mich manchmal ärgern muss, vor allem über mich selber. Oder auch schämen. Wie jetzt gerade. Ach, wie peinlich. Naja. Aber wir haben es ja trotzdem hinbekommen. Und ja, wie gesagt, ein schöner Abschluss für heute mit einer neuen Rüstung, neuer Quests, neuer Hoffnung, neuen Aufgaben für nächste Woche. Nichtsdestotrotz werde ich mir noch anschauen, wo der letzte Vasallenring sein soll. Ja, nur zur Sicherheit. Wenn ich es dann bis nächste Woche nicht vergessen habe, haben wir dann noch eine zweite Quest im Petto, die wir abschließen können. Perfekt. Ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht, eine gute Nacht. Ja, viel Spaß bei allem, was ihr heute noch anstellt. Und nochmals vielen Dank für alles und bis nächsten Samstag. Wobei, eventuell könnte diesen Samstag noch was dazwischen kommen. Ich werde es dann auf Facebook bekannt geben. Und selbstverständlich, so wie heute, werde ich dann wieder so einen kleinen Post auf YouTube machen, wo ihr dann mitbekommt, dass ich eben twitche. Jo.
Also gut, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank nochmal für alles einfach. Okay, schöne gute Nacht. Tschüssi.